Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, meine Haare sehen gerade sehr wild aus. Das liegt daran, dass ich gestern eben diese Papillotten hatte für Karneval und ich jetzt einfach noch nicht dazu gekommen bin, irgendeine Frisur draus zu machen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das machen werde, aber egal. Es soll heute um meine Pflanzen gehen und da ist schon einiges zu sehen und darum nehme ich euch einfach mal mit in die Küche. So, hier habe ich die Pflanzen stehen auf der Heizung am Fenster. Das sind die ganzen Dinger. Ich war jetzt übers Wochenende nicht da. Ihr seht, bei manchen ist jetzt schon der Deckel abgemacht. Das hat mein Freund gemacht. Ich habe ihn beauftragt. Und das sind eben die, wo schon was zu sehen ist. Und dann zeige ich euch mal die Sachen noch genauer. So, und da sind sie. Wir haben einmal die Tomate German Gold. Sieht schon richtig toll aus. Dann haben wir die Cocktailtomate vom Acker. Die Tomate Yellow Submarine. Es ist heute übrigens Dienstag. Das heißt, ich habe Sonntag letzte Woche ausgesät. Und das ist die Tomate Orange. Also da kam auf jeden Fall schon Samstag was. Ich war aber ja nicht da. Und das hier. Guckt mal, da kann man die Wurzel sehen. Ich glaube, es ist die Cantaloupe-Melone. Das Ding ist, ich habe vergessen, das zu beschriften. Gut, ne? Aber ich habe nirgends Cantaloupe-Melone draufstehen. Darum gehe ich davon aus, dass es das ist. So, das sind die, die schon gekeimt sind. Beziehungsweise hier habe ich noch eine Aubergine. Könnt ihr die hier sehen? Ist aber jetzt erst eine gekommen. Darum lasse ich den Deckel noch drauf. Und hier ist auch schon was zu sehen. Und das ist die gelbe Chili. Beim Rest, naja, es ist so an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen was, aber noch nicht so deutlich. Und dann bleiben die Deckel hier noch drauf. Die fünf Kandidaten werde ich jetzt in mein Zimmer stellen, einfach weil es da ein bisschen kühler ist. Die brauchen jetzt nicht mehr die Wärme von der Heizung eben. Und ja, die haben noch einen langen Weg vor sich. Ihr könnt jetzt sehen, die haben. Moment, wo kann ich es euch am besten zeigen? Hier, die haben jetzt zwei solche Blättchen. Und man soll die eigentlich erst pikieren, wenn die, ich glaube, das zweite richtige Blättchen bekommen. Heißt, wenn die diese Tomatenblätter haben. Ich weiß nicht, wie soll ich denn das erklären? Die haben eben so ein bisschen Spitzen dann auf den Seiten. Ich zeige euch das auf jeden Fall dann. Ich weiß noch nicht, ich habe die letzten Jahre die auch schon immer früher pikiert. Und das hat denen nicht geschadet. Ich könnte die Wurzel sehen. Ich gucke einfach mal, wann ich die pikiere. Ich kann euch aber dann zeigen, wie die aussehen sollten, dass ihr sie pikieren solltet, weil vielleicht habt ihr ja gar nicht so viele wie ich in einem Töpfchen, wie zum Beispiel hier. Das ist natürlich schon sehr viel. Aber ja, das war's auch schon wieder von heute. Nur ein ganz kurzes Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.